Herzlich willkommen im Staatsdorf, Gastgeber der SV Eintracht zur Landesmeisterschaft der B-Junioren. Der Fußball-Landesverband Brandenburg begrüßt heute folgende Teams. In der Gruppe A den 1. FC Frankfurt. Den FSV Babelsberg 74. Den SV Babelsberg 03. Und den SV Falkensee Finkenkrug. In der Gruppe B spielen der FV Preußen Eberswalde. Der MSV 1919 Neuruppin. Der FC Energie Cottbus und der FC Schwedt 02. Bevor es jetzt in die Spiele geht, gibt es noch eine Ehrung. Und zwar, vier Mannschaften sind als Staffelsieger hergekommen. Und die kriegen alle eine Auszeichnung von unseren Staffelleitern des Jugendausschusses. Denn sie haben den ersten Platz belegt und den Kapitän bitten wir nach vorne aus der Staffel Nord vom MSV 1919 Neuruppin. Kai Fischer, Pierre Wittun und Matze Rehr übernehmen die Ehrung. Die Staffel Ost Sieger wurde der FV Preußen Eberswalde. Aus der Staffel West herzlichen Glückwunsch an den FSV Babelsberg 74. Und im Süden gewann der 1. FC Frankfurt. Also nochmal Glückwunsch an die Staffelsieger. Schaut sie euch an, das sind heute die Teams, die Favoriten sind. Es gibt noch ein Foto. Vielen Dank. Ja, und wir wollen euch nicht länger als nötig hier in der Hitze stehen lassen. Die Information zum Ablauf. Wir haben zwei Felder, wir spielen jeder gegen ihn in den Gruppen. Dann gibt es die Halbfinals, Platzierungsspiele und Finale. Allen Teams viel Erfolg. Wir starten parallel mit den Spielen FSV Babelsberg 74 gegen SV Falkensee Finkenkrug und 1. FC Frankfurt gegen Babelsberg 03. Allen Teams viel Erfolg. So, die wichtigsten Informationen für die Zuschauer. Die Spielzeit beträgt heute einmal 15 Minuten ohne Wechsel. Die Schiedsrichter losen die Seite bzw. den Anstoß aus. Für die Trainer ist die Coachingzone markiert zwischen den beiden Kleinfeldern und wir bitten Sie, also alle Eltern und Zuschauer, hinter der Barriere zu bleiben. Von dort aus können Sie natürlich gern anfeuern und fotografieren, aber bitte stellen Sie sich nicht in den Innenraum, lassen Sie die Trainer und die Schiedsrichter dort arbeiten. Ja, am Ende des Tages gewinnt die Mannschaft in den Gruppen mit den meisten Punkten. Sollten die gleich sein, zählt das Torverhältnis. Sollte das gleich sein, die mehr geschossenen Tore und dann der direkte Vergleich. Die ersten Spiele, der FSV Babelsberg 74 auf Feld 1 in Gelb gegen den SV Falkensee Finkenkrug, weiße Spielkleidung und auf Feld Nummer 2 treffen der 1. FC Frankfurt in Rheinrot und der SV Babelsberg 03 in Rot aufeinander. Die Schiedsrichter
schalten selbstständig an und ab und es gibt also keine zentrale Zeitnahme. Falls eine große Unterbrechung erfolgen muss wegen Verletzung oder Ball weg, dann wird nachgespielt, ansonsten wird pünktlich abgepfiffen und das war der Anfang vom Feld 1 zum ersten Spiel. Allen Teams also viel Spaß und viel Freude. Thank you.
Erstes Tor in der Landesmeisterschaft der Junioren und erzielt hat es für den FSV Babelsberg 74 der Spieler mit der Nummer 18, Attila Burger. FSV Babelsberg 74 erhöht auf 2:0. Torschütze war der Spieler mit der Nummer 16, Finn Moldenhauer. So, wir können mal die Spieler vorstellen, die heute hier am Start sind. Für Babelsberg 74 sind das Jonathan Weiland, Linus Kittern, Waldo Berg, Matti Rehfeld, Tore Wächtler oder einer Runkel, Jonas Hiller, Marek Rauschenbach und die beiden Torschützen Finn Neunhauer und Attila Huber. Trainer sind Christoph Mützer und Marek Runkel. Für den SV Falkensee Fickenkrug sind heute am Start Lukas Stedelow, Fabian Eichblatt, Lasse Eick, Jeldrick Müller, Tim Maximilian Hildebrand, Till Friedrich Brettschneider, Justus Napiralla, Sven Hammerich, Lennart Meyer und Jamie André Netzer. Trainiert wird die Mannschaft von Stefan Göde und Mike Robeck. Auf dem Feld Nummer 2 für den SV Babelsberg Nummer 3. Heute dabei Daniel Ziefle-Retzer, Ben Jonas D., Jason Markt und Robba, Felix Neumeier, Maximilian Stehl, Linus Röhl, Aurel Hornemann, Paul Beuerle, Tim Waldrosch, Silas Schelinski und Erik Kuhmann. Trainer sind Paul Pieper und Jörg. Und dann haben wir noch den ersten FC Frankfurt in der ersten Spielrunde mit Kenneth Leon Pohl, Yves Langhammer, Lukas Müller,
Dominik Kiebel, Kim Lukas Mattig, Lasse Behrendorf, Till Berndt, Steven Schauer, Erik Schwarz, Malte Manegold und Kiran Zech, Stefan Rethel und Thorsten Markgraf, die beiden Coaches. Und ich darf schon mal die beiden Teams für das nächste Spiel aufrufen. Das sind der MSV 1900 Leuropin auf Feld 1 gegen den FC Schwedt-02 und auf Feld Nummer 2 der FV Preußen-Eberstadler gegen den FC Energie Cottbus. Es gab ein schnelles Tor auf Feld 1 für den FSV Babelsberg 74. Torschütze war mit der Nummer 18 Attila Boger. 1:0 für Babelsberg gegen den 1. FC Frankfurt.
Michael Hütter auf 2:0. Mein Torschütze wird mit der Nummer 18, Attila Gruber. Und auch die Jungs aus Falkensee haben den ersten Treffer in diesem Turnier erzielt. Sie führen mit 1:0 gegen Babelsberg 03. Torschütze war Lennart Meyer mit der Nummer 11. Der SV Babelsberg 03 gleicht aus. Torschütze zum 1:1 war der
einer. Ich freue mich schon mit dir. Falkensee-Fickenbrug geht auf Feld 2 erneut in Führung. Torschütze zum 2:1 mit der Nummer 7, Tim Maximilian Hildebrand. Fabian, rück ein! Super, Till, weiter, komm! Thank you.
erneuter Ausgleich auf Feld 2. Unentschieden 2:2 erzielt durch Tim Waldbusch mit der Nummer 5. Führungstreffer für den SV Babelsberg 03. Torschütze zum 3:2 war der Spieler mit der Nummer 10, Aurel Hornemann. Was denn? Was denn?
letztes Jahr sind wir Erster und Zweiter geworden. Ja, davor sind wir Erster und Zweiter geworden. Wir sind nicht gewohnt bei der Hitze. Wir dürfen als die Deutschen wollen verlieren, wir werden kein Wochenende. Das war einfach so, in Räsig morgen meine Hütte auf. Im Babelsberger Derby geht 0-3 in Führung. Torschütze mit der Nummer 7, Silas Schilinski. Feld 1, das 1-0, ein genauso schöner Treffer wie zuvor für die Mannschaft von 0-3. Hier gelingt der dem Spieler aus Frankfurt, Till Berndt, mit dem Ball bringt sein Team in Führung. Feld 1 erhöht der 1. FC Frankfurt auf 2-0. Torschütze mit der Nummer 27, Erik Schwarz. 2-0 für Frankfurt gegen Falkensee Fickerpunkt. Thank you.
2:0 für den ersten FC Frankfurt auf Feld Mainz. Und erneut der Torschütze Erik Schwarz mit der Nummer 27. Freistoß, Siebter. Ja,
Tor für den SV Falkensee Fickenkrug. Lennart Meyer mit der Nummer 11 trifft für sein Team. Und wir können die letzten Spiele ansagen für das Finale in der Gruppenphase, nämlich Schwedt gegen Eberswalde auf Feld Nummer 1 und Cottbus gegen Neuruppin auf Feld Nummer 2. Weiter! Das hast du! Jawohl! Super, lass das!
Wir wissen nicht, wohin wir. Wir wissen nicht, wohin wir. Am besten sind wir auf Feld. Der FC Später erhöht auf 5:0. Torschütze war der Spieler mit der Nummer 6, Karol Zapala. Und das ist auch gleichzeitig der Endstand zwischen den Teams vom FC Spät und Falkensee-Fickenkuh. Auf Feld 2 gibt es jetzt das zweite Halbfinalspiel zwischen Babelsberg 74 und dem MSV Neuruppin. Hallo. Ja. Komm mal, Marlene. Da. Das war ein schnelles Tor auf Feld 1 im Spiel für den FC Energie Cottbus gegen Babelsberg 03. Torschütze Luis Toba mit der Nummer 10. Hinterher!
Halbfinalspielen geht es weiter mit den Platzierungsspielen. Um Platz 7 auf Feld 1 spielen die beiden Verlierer der Zwischenrunde, nämlich der erste FC Frankfurt gegen den SV Falkensee Finkenklub. Und auf Platz 2 und Platz 5 spielen der FV Preußen Eberswalde und der FC Schwedt. Thank you.
Abstoß. Abstoß, Abstoß. Abstoß, war direkt, indirekt der Verstoß. Sofort ein Entscheidungsschießen. Drei Schützen, die beim Schlusspfiff auf dem Feld waren, dürfen daran teilnehmen.
Und jetzt gibt es die erste Entscheidung vom Strafstoßpunkt 9 Meter Schießen zwischen Babelsberg 74 und dem MSV Neuruppin. Drei Schützen müssen jetzt von den Trainern bestimmt werden. Die schießen bis zur Entscheidung in der gleichen Reihenfolge, wie sie jetzt benannt werden. Spieler und die Trainer müssen da. So, also auf dem Feld nur noch die Schützen und die Schiedsrichter, Torhüter logischerweise. Es wird ausgelost, wer beginnt und das Tor bestimmt der Schiedsrichter. Und dann geht's los. Es beginnt Energie Cottbus. Felix Neumeier. Und auch hier klasse Parade, Philipp Siebert, 0:0. Nächster Schütze ist Jan Schneider. Cottbus verwandelt den Strafstoß. Tim Lehmann. Jetzt gibt es die Entscheidung. Yeah.
Und das war der erste Treffer in diesem Endspiel um die E-Union-Landesmeisterschaft. Hervorragend herausgespielt vom Team von FSV Babelsberg 74 und abgeschlossen mit dem 1:0. Der Treffer geht auf das Konto von Marek Rauschenbach. Er trägt die Nummer 15. Thank you.
Spiel Platz 3? 1. Spiel Platz 1? Nur 1. Nur 1. Der Wein kommt drauf. Durch den verwandelten Strafstoß reicht Babelsberg 3 aus. Getroffen hat vom Punkt der Spieler mit der Nummer 7, Silas Schillingsky. Weil das ist ja was.
Thank you.
Das bedeutet Entscheidungsschüsse um den Titel. Entscheidungsschießen um den Landesmeistertitel der E-Union. Es beginnt Ole Einer Runkel. 1:0 für Babelsberg 74. Ben Steen. Es bleibt bei 1:0. Der nächste Schütze, Marek Rauschenbach. Herzlichen Glückwunsch, FC Energie Cottbus, Bronzemedaille.
die Silbermedaille und damit Vize-Landesmeister. Der ist FSV Babelsberg 74. Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft von Babelsberg 74, Vize-Landesmeister. Und Sieger mit der Goldmedaille im Elfmeterschießen und Landesmeister 2016, der SV Babelsberg 03. Jetzt gibt es noch den großen Wanderpokal für den Meister 2016. Und nochmal Glückwunsch an die Teams, alle, die heute dabei waren, natürlich auch an die Sieger, die Medaillengewinner. Wir wünschen euch alles Gute und eine schöne Sommerpause. Bis zum nächsten Jahr.